Hallo liebe Tischtennis-Community, willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Werner und ich spiele seit ungefähr 40 Jahren Tischtennis und seit 2,5 Jahren habe ich gewechselt von normalen Belägen auf Noppenbelege. Genau, und der Werner spielt auf der Vorhand eine kurze Noppe mit einem dickeren Schwamm in 2-0 und auf der Rückhand eine lange Noppe ohne Schwamm. Also ein Störspiel am Tisch, offensiv orientiert. Wie wir das trainieren und was er gut macht, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Bis gleich. Immer vorne, vorne oben mit der Ball, genau. Zum Ball. Für Treffpunkt, kleine Übung. So, das heutige Video dient dazu, euch ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, falls ihr euch für das Spiel mit der langen Noppe interessiert, beziehungsweise auch für das Spiel mit der kurzen Noppe auf der Vorhand und eventuell auch beidseitig dieses Spiel eben zu kombinieren. Als erstes zeigen wir euch hier den sogenannten Hackblock mit der langen Noppe ein bisschen nach unten und erstmal sicher den Ball zurückspielen. Jetzt kombinieren wir das Ganze mit einem Druckschupf, also spielt jetzt einen langen Aufschlag, er spielt den Hackblock, ich schupfe und er spielt den Druckschupf. Der Druckschupf geht nur auf einen Unterschnittball, der Hackblock auf einen Überschnittball. Hier seht ihr das Ganze nochmal ein bisschen von einer näheren Perspektive. Kurzer Balltreffpunkt wieder, die waren echt ganz gut, die Bälle. Kommen da sehr schnell nach hinten. Und hier seht ihr nochmal einen Druckschupf auf einen kurzen Unterschnittball. Wichtig ist bei dem Druckschupf, dass man den Ball mit einer kurzen, kleinen und schnellen Bewegung auch mit einem kurzen Kontakt nach vorne spielt. Man braucht dabei nicht den Schlägerwinkel irgendwie zu ändern, sondern kann direkt nach vorne gehen mit dem Ball. Und wirklich nur ein kurzer Kontakt auf dem Schläger. Hier habe ich es ein paar Mal gezeigt, was bei vielen Spielern passiert, die vielleicht nicht so gut wissen, was sie da machen sollen. Man sieht schon, der Ball hat Überschnitt und geht nach oben, wenn ich da zu passiv dran gehe oder wenn ich nochmal schupfen will, so dass der Werner direkt schießen kann. Jetzt zeigen wir euch nochmal mit der langen Noppe ein paar Konterbälle auf Überschnitt, also geht auch, kann man je nachdem spielen, was man für eine Noppe hat und was man für eine Technik hat. Generell gilt, ein bisschen mehr nach oben zu spielen und da seht ihr, der Ball, der fällt auch eklig runter und ich habe da auch schon Probleme, wenn ich den normal konter, dass er dann mir ein paar Mal ins Netz hineinfällt. So, das soll es erstmal sein, Zurückhand. Jetzt zeigen wir euch ein paar Vorhandsequenzen aus unserem Training. Das ist jetzt der Vorhandschuss, den wir hier am Ball einmal geübt haben. Ja, wichtig auch eine gute Vorhand zu haben, wenn man Rückhand so spielt und das ganze tischnah offensiv machen möchte, kann man eben durch diesen Druckschupf auch offensichtlich den Vorhandschuss vorbereiten. Hier seht ihr jetzt nochmal eine Kombination. Erstmal ein Konter, jetzt ein Block und jetzt ein Schuss. Konter, Block und Schuss. Auch wichtig, das Ganze differenzieren zu können. Hier nochmal die Vorhanderöffnung, auch sehr wichtig, um eben selber aktiv auch mit der Vorhand anfangen zu können. Nicht nur schießen, sondern auch eröffnen ist wichtig, wenn man eine kurze Noppe spielt und ein bisschen weiterkommen möchte. Hier das Ganze kombiniert mit dem Vorhandschuss, also erste Öffnung, dann Schuss. Hier seht ihr, der Werner hat da eine spezielle Technik. Ähnlich wie beim Tomahawk-Aufschlag geht er wirklich hier ein bisschen nach unten. Und das Ganze zeige ich euch auch gleich nochmal in Zeitlupe. Generell gilt beim Schuss, früher Treffpunkt mit einer hohen Geschwindigkeit den Ball treffen, am besten mit einer kurzen Bewegung, dass man das auch hinbekommt und man kann frontal gegen den Ball dagegen gehen, aber kreativ sein, man kann definitiv auch ein bisschen was ausprobieren, vielleicht etwas anders machen, als wie es jetzt der eigentliche Lehrbuchschlag vorsieht und das ist jetzt ein gutes Beispiel von Werner, dieser Vorhandschuss, den er hier, wie ihr sehen könnt, ein bisschen zur Seite nach unten spielt. So ist der Ball eventuell manchmal ein bisschen wie ein Unterschnittball ankommt und viele Spieler haben da wirklich große Probleme damit, auch bessere Spieler, und wissen erstmal nicht, ey, was ist das jetzt? Hat der Ball jetzt Unterschnitt oder hat er Überschnitt? Und sind da sehr vorsichtig, was eben oft zum direkten Fehler führt. Auf jeden Fall cool, dass er sich das selbst so angeeignet hat. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu nächsten Schlägen, nämlich der Vorhandschupf. Wichtig beim Vorhandschupf, dass man den eben auch spielen kann, dass man möglichst komplett ist, sollte man alle Schläge in gewisser Weise beherrschen. Und
Genauso das gleiche gilt für ein Forehand Flip, dass man jetzt nicht irgendwie festgenagelt werden kann, kurz Überschnitt, da kann nichts machen. Man sollte auf alle Schläge eine ordentliche Antwort haben. Und jetzt seht ihr nochmal ein paar Spielszenen vom Werner. Hier gegen den besseren Spieler, gegen den Alvin, mit etwas mehr als 1800 TTR-Punkten. Und habt ihr gleich gesehen, beim ersten Aufschlag hat er einen Punkt gemacht. Die Aufschläge von ihm sind nämlich auch ja, ganz gut, würde ich sagen. Also mit der kurzen Noppe kann man schon auch gut was machen, kann man auch schon Schnitt erzeugen. Die kurze Noppe ist generell ähnlich wie ein normaler Belag, also ähnlicher als wie die lange Noppe. Ist die kurze Noppe mit dem normalen Belag. Da kann man auch Schnitt erzeugen, kann man auch Spin spielen, halt ein bisschen weniger, aber ist dafür auch weniger schnittanfällig. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch auch die anderen Videos auf unserem Kanal zum Thema Noppen anschauen. Da habe ich das Ganze noch ein bisschen ausführlicher erklärt. Und jetzt schauen wir uns einfach mal hier ein paar Spielszenen an gegen den Alvin. War auch eben ein überraschender Aufschlag, womit er nicht gerechnet hat. Schon gegrinst, weil er den Ball danach nicht gut bekommen hat. Und generell ist es wichtig, als Noppenspieler, eben habt ihr gesehen, man kriegt auch nicht alle Aufschläge. Muss man schon gucken, was passiert. Der ist ganz gut weggesprungen. Hier seht ihr diesen Spruch, diesen Schlag, von dem ich ihm erzählt habe. Den Tomahawk-Schuss sozusagen. Und genau, generell ist es wichtig als Noppenspieler, was ich eben noch sagen wollte, dass man variabel ist und nicht so berechenbar ist. Das heißt, wenn man gute Aufschläge jetzt hat und auch wirklich verschiedene Schläge kann, dann ist das Ganze deutlich einfacher, Spiele zu gewinnen, als wenn man immer das Gleiche macht, weil sich dann irgendwann die Gegner eben einfach auf einen einstellen können, so dass man nicht mehr ganz so gefährlich ist, wie man es vielleicht gerne sein möchte. Deshalb auch wichtig, immer Aufschläge zu trainieren. Und hier zeigen wir euch mal eine kleine Sequenz von Werner im Aufschlagtraining. Auch dieser Aufschlag ziemlich kreativ mit der Rückhand aus einer Vorhandposition, aus der Vorhandseite, lang diagonal oder eben auch lang parallel, hat schon eine ganz gute Länge. Und hier seht ihr jetzt nochmal ein paar Spielszenen gegen einen unterklassig spielenden Spieler. Der hat auch wirklich große Probleme mit, wer seinen Aufschlägen hat anfangs. Generell, wenn man jetzt Seitschnitt wirklich benutzen kann, wie bei diesem Tomahawk, sieht man schon, kann man ordentlich was mitmachen gegen schwächere, aber als auch gegen bessere Gegner. Und kann eben viel besser ein Spiel finden, egal ob man jetzt Noppenspieler ist oder nicht. Aufschlagtraining sollte dazugehören und sollte man auf jeden Fall forcieren. Und genau, auch kann man mit dieser kurzen Noppe eben relativ viel Schnitt erzeugen, wie hier gut sehen könnt. Und ja, kann man auch mit einer langen Noppe angreifen, auf den Konterball eben, wie ihr gesehen habt. Die hohen Bälle sind nicht immer ganz einfach, aber im Normalfall trifft man die. Und genau, wenn ihr es jetzt cool fandet hier, was wir euch gezeigt haben, könnt ihr mich auch gerne fragen, wenn ihr irgendwie Tipps Mach mal haben den, probier möchtet mal oder kurz den so. Unterschied zu Oder mal machen, dass du trainieren geübt haben möchtet, das und Ganze dann den ist Druckschiff auf zu jeden Fall spielen. nie zu spät, sein Spielsystem zu verändern. Man kann auch im hohen Alter noch was verändern. Der Werner ist jetzt ein gutes Beispiel, hat er ja am Intro gesagt, Hast 40 gesehen, Jahre geht direkt, ja. Tischtennis, 2 Jahre Gut. Noppen und ist jetzt ungefähr so in Bestform und hat damals tatsächlich angefangen mit Noppen, weil er hier bei uns am Kanal die Videos von Sabina und Laura, mit denen ich ein paar Videos gemacht habe, gesehen hat. Und auch mit den beiden werden noch einige Videos zum Thema Noppen kommen und generell jetzt nicht nur zu dem Störspiel, sondern auch nochmal zum Abwehrspiel. Genau, seid auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Videos. Lasst einen Kommentar und vielleicht einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr gerne noch was anderes sehen möchtet, schreibt es mir in die Kommentare. Und hier zum Schluss nochmal ein Schild von Werners Heilpraxis. Praxis und genau, falls ihr aus der Nähe kommt und körperliche Beschwerden habt, könnt ihr euch gerne bei ihm melden. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis demnächst.